Ich habe heute hier eine Vergrößerungsbrille und das Ganze packen wir mal aus und schauen uns das Ganze einfach mal etwas näher an. Der Karton ist natürlich schlicht gehalten. Wie gesagt, hier sieht man nochmal, wofür das Ganze geeignet ist. Beispielsweise, wenn ihr an eurer Uhr arbeitet, euer Juwelen anschaut oder einfach irgendwas in Miniaturgrößen bearbeiten wollt. Oder beispielsweise, ich nutze die Brille, wenn ich jetzt irgendwie an einem Smartphone arbeite und da vielleicht irgendwie eine Reparatur durchführe. Wie gesagt, hier sieht man es nochmal an der Seite: Elektro-Repair, Beauty-Make-up. Dann haben wir hier nochmal eine kurze Anleitung. Die Anleitung ist allerdings auf Englisch, aber jedoch einfach zu verstehen. Wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus. So sieht das Ganze dann aus. Da haben wir noch das Band mit dabei. Und die Brille. So sieht es aus. Das Ganze ist aus Kunststoff, wirkt aber jedoch hochwertig und ja. Wie gesagt, innen drin haben wir nochmal ein Gummi, was hier aufliegt, damit das Ganze natürlich auch nicht zu so doll am Kopf drückt. Wie gesagt, und dann haben wir hier vorne die Vergrößerungsgläser. Wir haben einmal die Vergrößerung zehnfach, dann haben wir noch die Möglichkeit, hier an der Seite durch das Drehen hat man noch die Möglichkeit, das Licht einzustellen, dass ihr so natürlich dann auch vernünftig arbeiten könnt. Auf beiden Seiten habe ich jetzt hier die Vergrößerungsgläser in zehnfach. Mitgeliefert werden sie noch in 15-fach, in 25-fach und in 20-fach. Und das Ganze natürlich für jede Seite. Wie gesagt, es wird nochmal geliefert in so einem kleinen Döschen, wo man dann auch halt immer die ganzen Vergrößerungsgläser wieder einlegen kann, damit da auch nichts wegkommt. Wie gesagt, ich guck mal, ob ich sie nochmal einstellen kann. Hier kann man es nochmal ein bisschen erkennen. 15-fach, 20-fach und 25-fach. Unten haben wir dann nochmal eine kleine Anleitung. Da schauen wir auch nochmal rein. So, auf Englisch, auf Chinesisch und hier ist die Seite auch nochmal auf Englisch. Wie gesagt, alles ist einfach beschrieben. Das Ganze ist auch einfach zu bedienen. Ich teste das Ganze einfach nochmal ein bisschen und schreibe meine ausführliche Bewertung unten in die Rezension. Vielen Dank fürs Zuschauen.